Rebecca. 400 Meter, wo soll der sein, Alter? Durch die Höhle da durch? Jesus Maria. Uns fehlt auch nur eine Statue, ne, für die Truhe. Dann würde ich mal jemanden suchen. Mit dem Glockenspiel kann ich nichts machen. Hat mich mal so interessiert. Ja, man wirklich. Mal wieder ihr. Verdammte Wölfe, haut ab. Oh. Verdammt doch. Sit down. Sit down. Der Versuch. Aua. 1, 2, 3 und. I think I used to count my wolf kills on one hand. Schade, ich wollte eigentlich mit Antea besiegen, damit mein nächster Angriff wieder mehr Damage macht. Schade. War ich hier oben schon? Ja, ne, hier war das, wo ich angereist kam, ne? Aber da oben ist auch nichts, ne? Es sieht zumindest nicht so aus. Ich würde auch nicht wissen, wie ich da hochkomme. Ah, hier komme ich hoch, okay. Ah, hier habe ich das gelootet, verstehe. Ja. Er war ein Level 16er Boss, deswegen. Und er hat das. Beschützt, deswegen würde mich mal gerne interessieren, oder mich würde es mal sehr interessieren. It's more of a feeling. Something's wrong. She said he never visited. Why? Was it too painful? Or is it something else? Wait, bin ich gerade unabsichtlich den richtigen Weg gegangen? Achso, ich muss hier durch zu ihm. Ich dachte, ich müsste durch die Höhle durch. Ich glaube, er hat einfach schon eine andere und... Wir bringen Zeit mit ihr. Steht die auch wieder auf? Hier war der Monolith. Aber ich sehe hier keine Hexenbode. Hex. Da hat was geleuchtet. Nope. War ich da oben drin? Ich glaube, da oben geht es weiter zur Quest, ne? Heißt der goldene Orientierungspunkt, ist das. Da könnte Quest sein oder nicht? Ich guck jetzt mal. Siehst du, was passiert, wenn du dich mit einem Krieger anlegst? Dich meine ich auch. 1, 2, 3 und gute Nacht. Die Menschen, die mich kennen, nennen mich Red McRae. Und die Toten nennen mich Verbanner. Oh. I'm ready when you are.
Ich bin noch nicht so weit. Sorry. Kurz Hustenanfall gehabt. Ach, guck mal hier, da ist auch. Da ist auch die Main Quest mit dabei. Der ist in Jericho. Jetzt weiß ich nur nicht, wo wir hier rauskommen, wenn wir da entlang gehen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So viele Wege. Den leeren Splitter würde ich mir gerne besorgen. Du hast einen Bereich betreten, der von einer Geisterwache betroffen ist, die Geister an der Manifestation hindert. Solange du dich in diesem Gebiet aufhältst, kannst du nicht zu Antea wechseln und ihre Fähigkeiten nutzen. Finde die Geisterwache und zerstöre sie, um Antea zurückzuholen. I am warded. I cannot. Also. Ja. Das erste, was ich mache, ist Dreieck drücken. Macht das denn Sinn, sie hier zurückzuholen? Ich meine, wenn sie ja nicht in ihrer Manifestation erscheinen kann, dann kann das ja die bösen Geister auch nicht, oder? Ah, Safe Call, die können es noch. Ja, runter. Ah, aber ich brauche sie, um da durchzukommen. Never mind. Boah, nichts brauche ich. Da ist die letzte Statue, ne? A ward restrains me. Aber hier brauche ich sie. Kupfer. Much better. Kommt, erhebt euch. Okay. Brauchen meinen Preis. Der Kundschafter, das war die dritte Statue. Auf zur verfluchten Truhe. Auf zu dieser verfluchten Truhe. Die ja wirklich verflucht ist. Oh, da kann ich rüberspringen. Eigentlich würde ich gerne gleich in die Leere reisen. Rein in die Leere. Aber erstmal hole ich mir die Truhe. Erst die Truhe, dann die Leere, dann der Weg. Da leuchtet noch etwas. Danke für dein Täschchen. Mach dir mal nicht ins Täschchen. So, bitte was Gutes. Eine neue geile Rüstung. Gewehrschaden 100.000% plus. So. Reinige dich, Truhe. Strong you were, weak you now go. Was ist hier drin? Sieht gut aus. Großer Bär. Stufe 4. Wenn ein Schwachpunkt mit dem Gewehr getroffen wird, erhältst du 15 Bannpunkte. Und jetzt habe ich gerade... Oh, ja. Mehr Geschick, mehr Willenskraft. Weniger Stärke. Na komm, wir nehmen da mal. Wir probieren das. Paar mehr Bannpunkte können ja nicht schaden. Wir haben das richtige Waffenbild, ey. Der Banisher. Der scharfschützende Banisher. Der scharf geschützte Banisher. Hier. Ab in die Leere. Das Reich der Toten. Hier fühle ich mich heim. Beides derselbe Weg, oder?
Ja, sieht so aus. Mehr Schaden, wenn ein Tier weniger Geisterpunkte hat. Was ist denn das? Dafür kriege ich hier eine Viecher. Krieg ich woanders rum. Na toll, das wollte ich gar nicht. Shit. Oh, wer bist du denn, Hübschling? Ah, der schießt sich mal in die Augen, ja? Das ist gut, jeder Schuss zieht nämlich Geisterpunkte. Und wenn dann weniger Geisterpunkte mehr Schaden kommen, dann ist er natürlich fucking bro. Vor allem folge den Leuchtfeuern, ne? Hier sind überhaupt keine Leuchtfeuer, wenn ich hier reingehe. Sieger hat uns belogen. Wir sind in der Welt der Toten. Mehr Schaden werden hier, weniger Geisterpunkte. Zack. Der Alpha-Reiniger Stufe 18, ja. Aua! Okay, er zieht da oben. Ausreichen. So. Haha, Stufe 18 am Arsch. Das ist mir doch egal. Was hast du für ein Problem? Ja, das hätte wohl gerne. Scheiße. Oh, ich muss dich den nicht reinlogen. Mist. Der hat mir meine Bannpunkte geklaut. Ja Gott, das Ding verfolgt mich immer noch. Der Schuss von dem. So, das ist das. Verstehe. Also, hier oben. So. Hoppa. Schon der falsche Weg? Ja. Nope, this isn't good. Aber hätte ja sein können, dass sie so auch Bait machen wollen und dann. Haha, besser. Wärst du mal direkt geradeaus gegangen, wärst du richtig gewesen. Weißt du, so nach dem Motto. Mein Gott, das ist ja hier auch eine telepathische Angelegenheit, ne? Das ist nur der Rückweg, ne? Ja, okay. Ah, hier ist die Geißel. Darauf freue ich mich schon. Oh, oh shit. Aua. Vehicle's just getting stronger. Oh shit. So, den mal hier wegmachen. Wo sind die Unsichtbaren? Oh, Jesus Christ, jetzt aber. Autsch! Ho! Kann ich das Ding auch so angreifen? Oh, fuck! Let's end this. Oh, ich will die Geißel nämlich. Ja, genau deswegen. Mit dem Schuss habe ich die erledigt, Alter. Big Brain. Big fucking Brain. Ein schön leerer Splitter. Looten kann ich hier keinen. Ah, ja, egal. Macht erhöht.
Plus 3 auf alle Attribute. Plus 3. Oh, schick schön, ey. Ja, wir müssen viel mehr leere Wand nehmen. Wir brauchen mehr Attributpunkte. Und die leere Splitter. Keine Ahnung, wofür wir die brauchen. Wahrscheinlich für irgendwelche Upgrades, aber wir brauchen sie. Hallo und her. Und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber diese Truhe ist mein. Neues Gewehr. Neue Schwerter. Stufe 5. Wie, du kannst deine Ausrüstung nicht ändern. Was soll das denn heißen? Wenn ein Gegner mit einem schweren Angriff getroffen wird, verursacht der nächste Schlagangriff 200% mehr Schaden. Aber den nächsten... 100% mehr Schaden Gewehrschuss, ne? Was ist denn hier? 1000 Meter bin ich jetzt weg. Wo bin ich denn gelandet, Alter? Ich bin wieder auf der Ceridian-Insel gelandet. Zum Glück habe ich mir da einen Wegpunkt geholt, Alter. Ja, ehrlich. Mehr Ausdauer, mehr Geist. Ist halt ist nicht das Beste, ne, jetzt für uns. Ich kann es auch hier aufrüsten. Selten. Elite-Juwel kostet mich das dann, naja. Den Leinen her. Ja, hier brauche ich einen leeren Splitter. Oh mein Gott. Das ist ja arschteuer. Kann natürlich auch sein, dass ich schon die besten Sachen habe und einfach upgraden muss für Gewehrgedöns. Was ist das denn für ein Thron? Okay. Und wieder einmal die Hexe beklaut. Aber ich glaube, Hexenstein ist nur eine Währung, ne? Großartig viel damit können wir nicht machen. Außer halt einkaufen, aber. This ivy is strong. Really strong. You don't say. Ja, machen. Da kann ich ja sowieso nichts mit. Mein Gott. Da kann ich ja sowieso noch nichts machen, aber da kann ich was machen. Eine Seelenscherbe einsammeln. Ich überlege, bei ihr einzukaufen, was zu holen. Wir hatten doch noch durch den Schatz 1000 Seelensteine bekommen. Hexensteine, nicht Seelensteine. Könnten wir uns mal die andere Rüstung holen. Mal so auf gucken. Komme ich denn zu ihrer Drecksbude? Einmal im Kreis gelaufen, genau drumherum. GG. Was machst du denn hier? What do you want? More to the point. What do you need? Seeker. Milady. Schon gut. We'll be going. Hope to talk again soon. Sure. Sure. Ich war in der Leere. Yes, dear. I'm sorry if I'm a little behind here, but the void. What on earth? No, not on Earth. And not of this Earth. It's where the dead go if they cannot have their ascent.
So if ascent is heaven, the void is hell. That's one name for it. Not a very good name. A name bestowed by mortals on a place they can never fully understand. When a ghost is banished, is that where it ends up? Of course, Banisher. Have you never wondered where you were sending them? We were taught that banishing destroyed them. If it can ease your worrying, know that the void is where most souls go anyway. You seem very sure of yourself on this. I studied hard when I was younger. I've always been a quick learner. Do all witches know this stuff? Not all. Many witches have the lore, but only two banishers are privy to the knowledge. You two. As a seeker, I sought out the lore. The void is so close here, knowing about it seemed a good idea. Hey, deswegen sind wir auch besser. Zeig mal deine Waren. Would a hedge witch have something interesting in her swamps for a banisher? I always have, and I always will. Wenn ein Gegner mit einer Manifestation getroffen wird, erhältst du 7 Bannpunkte. 800, guck mal, ich habe 2800. Wenn ein Gegner mit dem Gewehr getroffen wird, verursacht die nächste Manifestation 50% mehr Schaden. Wenn du einen Gegner mit Red besiegst, werden 35 Geisterpunkte wiederhergestellt, aber du erhältst 25% weniger Geisterpunkte. Ich nehme mal die Rüstung, komm. Ja, damit. Verkaufen tue ich hier gar nichts. Tschüss. Goodbye, Ceridian. For now. For now. Das ist, Gewehre verursachen auf lange Distanz 50% mehr Schaden. What the heck ist das? Das aussieht. Fuck, aber hier habe ich 80 geschickt und hier 89. Wenn der Gegner mit dem Gewehr getroffen wird. Wir testen das mal, wie gut das ist. Einfach so ein Röckchen an. Ich weiß, das ist keine Rocke. Ich weiß, das ist irgendwie anders als in dem schottischen Gedönser. In der schottischen Kultur. Trotzdem wird. Hä, hab ich den Fisch hinten dran hängen? Ah ne, das ist die Tasche. Die weiße Tasche, sah gerade aus wie so ein Fisch, der da dran hängt. So, wo ist hier das Lager? Da, ne? Also, ne, da kann ich nicht runterballern. Schnell reisen. Mal guck nicht unter meinen. Die guckt genau zwischen meinen Beinen, ne? Die Schlawinerin. Wenn ein Gegner erfolgreich verbannt wird, werden 25% der Lebenspunkte wiederhergestellt, aber du erhältst weniger Bannpunkte. So, okay. Wenn Red einen Gegner besiegt, werden 10 Lebenspunkte wiederhergestellt. Wenn Antheran-Gegner besiegt, 10 Geisterpunkte. Wenn Red ein Gegner von Antea getroffen wird, wird das. So, wenn ein Gegner von Antea getroffen wird, wird das Gewehr sofort nachgeladen. Und der Schuss macht mehr Damage. Was habe ich denn hier noch so? Perfekter Wechsel nach dem dritten Angriff. Aha.
Nach einem geblockten Angriff. Wenn ein Gegner mit einem schweren Angriff besiegt wird, erleidest du durch den nächsten Angriff 90% weniger Schaden. Und was war hier? Du erhältst 20% Verbannpunkte, aber der Schaden vom Verbannen wird um 20% verringert. Nach dem vierten Leichtangriff wird dein... Jeder, der mit einem leichten Angriff getroffen wird, erhöht den Schaden von leichten Angriffen. Bis jetzt bin ich ganz zufrieden mit meinem Skill, sag ich mal. Da halte ich mal den Punkt. Schnell reisen und hier oben hin. Ups, reisen. For years, Kate Newsmith believed she did not measure up to her sister. Now she knows that in her kindness, she is at least her sister's equal. Thick skin has paid for her sins. But what of her sister? What will Kate do now? Her people look to her for their future, their protection, their survival. Wo kommt das denn jetzt her? Kommt ein bisschen spät, ne? Wir haben schon die Hexe getroffen und jetzt kommt er damit um die Ecke. I guess. So, dann folgen wir mal den Weg zu Ferdinando Miller. Bin ich mal gespannt, ob das Lager noch steht von Kate und Fixkin. Wenn wir da irgendwann mal wieder hinkommen. Oder ob dann alle tot sind. Hier waren wir noch nicht, ne? Keine Ahnung. Was? Was ist er denn? Hast du ein Problem, Alter? Leg dich mal wieder schlafen. Also eigentlich blocken. Komm. Zack. Zack. So, jetzt ist er erschossen, Alter. Wie gefällt dir das, ne? Du von 19 mit meinem Arsch, ey. Und. Oh, das ist halt Levelgebiet. Irgendwie fühle ich mich unterlevelt. Oder sind die mit Absicht höher, damit das quasi schwieriger ist, die Kämpfe. Gefrorene Schlucht. Oh, die nächsten Gräber. Die wir ausfüllen werden. Hehe. Antea wird leben. Und ihr alle werdet sterben. Ein Leben für Tausende. A peaceful place. In different times. Before the nightmare's influence, you mean? Let's reach the fort and a fire and warm you up. Ich glaube, to be honest, ich glaube, die andere Rüstung ist besser. Nee, nicht die, die hier. Weiß nicht. Mal testen, wenn wir den nächsten Level 19er Gegner sehen.
Ja, schon wieder.